Hallo liebe Volleyballfreunde und herzlich willkommen in der Arena Schwerin zum Achtelfinal-Rückspiel des Challenge Cup zwischen dem Schwerin SC und dem VDK Gent. Und um euch ein bisschen einzustimmen auf das Spiel, werden wir mit der Unterstützung von Vin Barbey euch ein paar Impressionen zeigen aus dem Hinspiel und wünschen dabei euch erstmal viel Spaß. Ja, ganz offiziell damit 3:0 gewonnen, also der Schweriner SC das Hinspiel. Bei mir habe ich nun den Hallensprecher hier vom SSC, Stefan. Schön, dass du da bist und zur Verfügung stehst. Und erstmal die Frage, wie wird man Hallensprecher vom Volleyballclub? Ja, ganz einfach. Ich habe das ab 1990 schon, oder mache es schon seit 1990. Damals gab es auch Männervolleyballer, die erste und zweite Liga gespielt haben, wo wir später gewechselt sind nach VfB Ludwigslust. Habe ich ganz klein angefangen und das ist das Ergebnis nach so vielen Jahren. Ja, es ist, heute steht Europapokal an. Zuvor aber ein bisschen rückblickend auf die Liga. Wir sind etwas strauchelnd gestartet, sind das letzte Spiel gegen Münster aus unserer Sicht schon phänomenal. Sind wir in der Verfassung heute zu schlagen?
Also ich rechne heute stark eigentlich mit einem Sieg. Ob es 3-1 wird oder 3-2, wäre mir aus meiner Sicht privat egal. Weil dann würden wir uns dieses mit dem goldenen Satz oder den Golden Set ersparen. Das ist eine sehr komische Regelung, aber heißt auch, wenn man auswärts 3-0 gewinnt, hat man immer noch nicht die Chance, eine Runde weiterzukommen. Also für Spannung ist gesorgt und das werden wir, denke ich, heute auch sehen. Ja, für Spannung sorgt die Aufstellung des Schweriner SC. Wir haben drei Ausfälle zu verkraften. Nadja Schaus, Anja Brandt und Sandra Gutsche sind heute nicht mit dabei. Wie schwer wiegt das aus deiner Sicht? Ja, ich meine, das sind natürlich auch aus meiner Sicht Leistungsträger, die jetzt hier fehlen. Aber das ist eben auch die Chance. Es ist ein Team und letztendlich müssen die, die jetzt die anderen Spielerinnen ersetzen, auch zeigen, was sie drauf haben. Also ich hoffe, es ist kein schweres Los, die Spielerin das zu tragen zu haben. Ja, du bist ja ein richtiger Volleyball-Experte, hast ja gesagt, bist seit 1990 dabei. Das kann man mal lobend erwähnen. Wie stark ist deine Mannschaft im Vergleich zu den 20 anderen Mannschaften zuvor in dieser Saison? Der Schweriner Sportclub hat schon immer viele Jahre starke Mannschaften gehabt. Das zeigt ja auch die Erfolge, Deutsche Meisterschaft und Pokal. Aber es hängt auch immer einiges von Trainern ab. Und wenn der Trainer optimal mit der Mannschaft zusammen trainieren kann und das Umfeld stimmt, dann ist auch mal vielleicht mit einer Mannschaft zu rechnen, so wie damals Edwin Benne, wo auch Meister geworden ist und war auch nicht mehr zu rechnen. Das muss alles stimmen. Aber das, glaube ich, ist bei anderen Mannschaften auch so. Ja, wie schwer wiegt es nun heute, dass Schwerin die letzte verbliebene Mannschaft im europäischen Pokal aus Deutschland ist? Rote Rasenwitz-Biburg ausgeschieden, Dresden SC ausgeschieden, Wiesbaden auch gegen Belgien ausgeschieden. Wie schwer wiegt das heute oder ist das eigentlich egal? Also da der Sportclub heute hier das Heimspiel hat, also sozusagen das Rückspiel, glaube ich, ist das dem Schweriner SC völlig egal. Es ist natürlich schön für national, dass wir dann die Farben im Europapokal weiter hochhalten können. Die Chance ist groß und ich denke, wir können sie hoffentlich heute auch nutzen. Ja, wiefern spricht das für die starke Leistung, die Schwerin jetzt abgerufen hat, auch in Bezug auf die restliche Bundesliga-Saison? Was ist da für Schwerin noch möglich nach der unglücklichen Niederlage in Dresden und der unnötigen in Aachen? Ja, wichtig ist natürlich hier für den Sportclub der Gesundheitsstand aller Spielerinnen, auch der Leistungsträger. Man kann vielleicht den einen oder anderen dann nicht kompensieren, das zeigen auch andere Mannschaften. Mira Topic ist verletzt gewesen, ist zurückgekommen, hat einen Top-Einstand geliefert. Letztes Heimspiel, Anja Brandt, noch sehr jung, ist auch hier das zweite Jahr, kommt, glaube ich, aus Olympia Berlin. Also ich glaube sogar, nach oben geht noch mehr. Das ist eine klare Ansage. Und dann noch eine letzte klare Ansage. Das Spiel für dich heute, wie geht's aus? Was tippst du? Na, ich will mal sagen, 3-1 für Schwerin. Das ist eine klare Ansage. Vielen Dank, Stefan, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Und euch wünschen wir jetzt viel Spaß beim Spiel der Schweriner Sportclubs gegen den VdK Genk. Willkommen hier in der Arena in Schwerin. Ich begrüße Sie zum Europapokalspiel des SSC gegen die Damenmannschaft vom VdK Gent. Soeben wurden die Schiedsrichter der Partie vorgestellt und in wenigen Augenblicken ist hier Anpfiff zum Spiel Schwerin gegen Gent. Thank you.
Schwerin geht mit einem 3:0 Polster aus dem Hinspiel ins Duell mit den Damen aus Belgien. Die Belgierinnen sind derzeit in ihrer Liga-Tabellen Zweiter, stehen am Wochenende im belgischen Landespokal und werden dort voraussichtlich vor 5000 Zuschauern ihre Partie absolvieren. Auf Schweriner Seite fällt verletzungs- oder krankheitsbedingt Nadja Schaus heute und Anja Brandt. Aber die Damen sollten das trotzdem schaffen mit Unterstützung ihrer zahlreichen Fans hier in der Arena. Dieses Spiel zu gewinnen, sollte der Fall eintreten, dass Schwerin dieses Spiel verliert, sei es egal wie hoch, 3-0, 3-1 oder 3-2, ist noch nichts verloren. Es wird dann ein Golden Z gespielt, der den Gewinner dieser Partie aus beiden Begegnungen ermittelt. So, wir stellen jetzt die Transformation unserer Gäste vor die Band. Wir beginnen mit den Spielern und Mannschaftsführerin Els Kommissleben. Und nun werden die belgischen Damen vorgestellt. Die Nummer 4, Valerie Cortis, mit der Nummer 3, die Mannschaftsführerin Els van de Steen. Die Nummer 6, Maud Catry. Die Nummer 1, Lisa Neth. Die Nummer 2, Jasmin Bibau. Die Nummer 5, Lies de Falkenel. Die Nummer 7, Marlies de Smit. Die Nummer 8, Adeline Lemay. Die 9, Clies Goos. Die 18, Laura de Schreiber und die 14, Erlin Wieschewert. Ja, und damit auch herzlich willkommen von meiner Stelle. Wir begrüßen das Team. Das Schweriner SC mit Denise Hanke, Mira Topic, Berit Kaufeld, Maya Pachale, Wendy Adler-Robba, Paddy Thormann und der Libero mit der Nummer 1, Lisa Thomsen. Ebenfalls noch mit dem Team heute der Kapitän Julia Retzlaff, die 9 Marie Frick sowie die 13 Janine Völker. Im Europapokal üblich nur die Startelf vorzustellen, nicht wie in der Bundesliga die gesamte Mannschaft. Und damit sind wir jetzt bereit für das Rückspiel im Challenge Cup Achtelfinale Schweriner SC gegen den VdK Gent. Eigentlich sollte es eine klare Angelegenheit sein durch den 3:0-Sieg, aber Jörg, du sprachst es eben schon an. Sollte das Spiel hier doch verloren gehen, ist es egal, wie hoch gehen wir in einen Entscheidungssatz. Das sollte eigentlich ein Vorteil sein für die Heimmannschaft, aber wir haben es gesehen, gerade bei den roten Raben Spielburg, die auswärts 3-0 verloren, zu Hause 3-0 gewonnen und dann den Entscheidungssatz zu Hause verlieren mit 8:15 und damit aus dem Europapokal ausschieden. Und jetzt geht's los mit Elise Goos. Und der ersten Angabe für Gent. Und im ersten Punkt ebenfalls für Goos für die Gäste. Und die machen sich hier auch lautstark bemerkbar. Ganz ruhig geblieben.